الله hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam 5 Tage bevor er gestorben ist folgendes sagen hören: Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Ich spreche mich bei Allah los. Ja? Das heißt, ich bin unschuldig oder ich habe auf keinen Fall damit etwas zu tun. Ja? Ich habe nichts damit zu tun und spreche mich davon los, irgendwie zu sagen oder zu behaupten, dass irgendjemand von euch Leuten mein Khalil ist. Ja? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betont ganz stark, dass er keinen Khalil hat von jemanden von den Menschen. Khalil ist jemand, der ist dein innigster Freund. Das heißt, jemand, den du liebst von ganzem Herzen. Ja? Jemand, dessen Liebe dein Herz total erfüllt hat. Das ist dein Khalil. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe auf keinen Fall irgendjemanden von euch Menschen als Khalil. Niemanden. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Grund, ja, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كما اتخذ ابراهيم خليلا. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat mich schon zum Khalil genommen. Das heißt, sein Herz schon erfüllt von der Liebe Allahs und deswegen wird sein Herz niemals erfüllt werden durch die Liebe irgendeines Menschen. Ja. Und er sagte, denn Allah hat mich zum Khalil genommen, genauso wie er Ibrahim zum Khalil genommen hat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Und wenn ich einen Khalil genommen hätte von irgendjemandem, oder wenn ich einen nehmen würde oder nehmen sollte von irgendjemandem von den Menschen, von meiner Umma, sagt er, dann hätte ich Abu Bakr radiallahu anhu zum Khalil genommen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidu al-qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, oder noch zusätzlich sagt er, die Leute vor euch haben die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen genommen. Deswegen nennt ihr die Gräber nicht zu Moscheen oder macht aus den Gräbern keine Moscheen, denn ich verbiete euch das. Denn ich verbiete euch das. Ja, dieser Hadith, klar, der zweite Teil des Hadith ist der Teil, der uns eigentlich interessiert in dieser Thematik. Und aber trotzdem, wenn der Autor schon diesen Hadith so erwähnt hat, möchten wir nicht unerwähnt lassen, welchen Nutzen in dem ersten Teil des Hadiths steckt. Das heißt, welchen Nutzen drin steckt. Ja. Und zwar, zum ersten einmal, es ist bekannt unter vielen Leuten, dass sie sagen, Ibrahim ist Khalilullah. Der Khalil von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wahr. Und dann sagen sie, über Musa sagen sie, Musa Kalimullah. Ja, Musa ist derjenige, mit dem Allah direkt geredet hat. Und dann sagen sie, Muhammad Habibullah. Habibullah, das heißt Allahs Liebling. Und davon abgesehen, dass mir nicht bekannt ist, dass es in der Sunna steht oder auch nicht im Koran steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allahs Liebling ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch eine höhere Stellung als nur sein Habib zu sein, sondern ist sein Khalil. Ja? Das heißt, also nur damit man sich die Sache bewusst macht, wenn jemand dein Khalil ist, und dann sagt man über dich, er ist nur dein Habib, ja, dann ist es praktisch eine Entwertung. Eine Entwertung, weil er ist Khalil und du machst ihn Habib. Ja, das ist also nicht mehr die Stufe, die er eigentlich hat. Ja. Das heißt, wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich liebt, dann soll man über ihn das sagen, was er selbst gesagt hat und nicht irgendwie andere Begriffe in den Mund stecken. Ja. Ja. Dann ist dieser Hadith ein Beleg, dass Abu Bakr radiallahu anhu besser ist als Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. Sogar, also das ist eine Antwort auf Ar-Rafida. Und sogar ist dieser Hadith ein Beweis, dass Abu Bakr radiallahu anhu arda der Beste ist von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zweifellos, ja, zweifellos. Ja, also nochmal ganz kurz eine Sache, nochmal, damit sie klar ist und deutlich ist. Es ist sowohl verboten, auf die Gräber zu bauen. Man darf nichts auf ein Grab bauen, ein Monument, irgend sowas, Skulptur, weiß ich was. Zweitens darf man schon gar nicht eine Moschee darauf bauen und drittens darf man überhaupt nicht dort beten.
Das ist alles haram. Und dann viertens, wenn man den Toten anbetet, das ist Schirk. Das ist die große Katastrophe. Okay. Gut. Jetzt hat Imam Ahmad, rahimahullah, eine Überlieferung, und zwar über Abdullah ibn Mas'ud. Und er sagte, der Autor sagte, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, er sagte, der Isnad ist Jayyid. Jayyid, Isnad Jayyid heißt, also Isnad ist der Überlieferungskette, ja. Jayyid ist authentischer als Hassan und unter Sahih. Ja. Authentischer als Hassan und unter Sahih. Ja. Also, dieser, da sagte Abdullah ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya' والذين يتخذون القبور مساجد. Zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen, die lebendig sind, während Yawm al-Qiyamah eintrifft. Also die schlechtesten Menschen gehören diejenigen Menschen, die lebendig sind, während der Tag der Auferstehung eintrifft. Das heißt, der letzte Tag. والذين يتخذون القبور مساجد. Auch diejenigen, die die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen machen. Ja. Das ist der Hadith, hat Abu Hatim überliefert und für Sahih erklärt. So. Jetzt, manche von uns kennen einen anderen Hadith. Und zwar ein anderer Hadith, und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es bis zum jüngsten Tag, bis Yawm al-Qiyamah, wird es immer, Alhamdulillah, wird es immer aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Gemeinde, Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Immer. Es wird immer Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Und es wird sie nicht stören, oder niemand kann sie ihnen etwas antun, auch diejenigen, die versuchen, sie zu betrügen oder sie irgendwie zu erniedrigen. Ja? Niemand kann ihnen irgendwie schaden. Das geht nicht. Ja? Weil sie halten sich fest an den Koran und an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nichts anderes. Ja? Gut. Und sie machen das, bis Allahs Befehl kommt. Und hier Allahs Befehl kann bedeuten der jüngste Tag und kann bedeuten, und das ist offensichtlich, auf Allahu ta'ala a'lam, und zwar, also in einer Überlieferung heißt es bis zum jüngsten Tag. In einer Überlieferung heißt es bis zum jüngsten Tag. Aber was auch bedeuten kann, bis eben Allah subhanahu wa ta'ala sie sterben lässt. Ja. Diese zwei Überlieferungen scheinen sich zu widersprechen, weil auf der einen Seite sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird bis zum Yawm al-Qiyamah Leute geben, die sich auf der Wahrheit befinden. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf der anderen Seite, zu den schlechtesten Menschen gehören diejenigen, die lebendig sind, wenn der Tag der Auferstehung eintritt. Ja? Und die Gelehrten haben gesagt, also die Sache ist nicht so kompliziert, das ist einfach gemeint, wie wir in anderen Hadithen mitgeteilt bekommen haben. Gemeint ist also, dass nicht tatsächlich bis zum Ende sind diese Leute anwesend, sondern wir wissen, vor Yawm al-Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Wind schicken und dieser Wind nimmt jede Seele, jeden Ruh von den gläubigen Menschen weg, sodass sie zufrieden sterben. Ja? Und danach bleiben die schlimmsten Menschen übrig und dann tritt der Tag der Auferstehung ein. Ja? Das wissen wir aus einem anderen Hadith und so sieht man, Alhamdulillah, dass die authentische Sunna sich niemals widerspricht, sondern man findet immer eine Lösung. Ja? Und wenn man keine Lösung findet, dann hat das immer eine Ursache. Entweder man hat nicht genug geforscht oder man hat zu gering Wissen. Ja? Oder man versteht die Sachen einfach nicht, aber andere verstehen sie. Oder, wal'iyadhu billah, was auch viel gibt, Leute haben schlechte Absichten. Ja? Leute haben schlechte Absichten, wie die Kuffar. Sie wollen Widersprüche sehen im Koran. Sie wollen Widersprüche sehen in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Gut. Dann haben wir das geklärt. Und dann ist eine sehr wichtige Sache. Und die ist sehr, 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 sehr wichtig für uns alle. Weil aus der Sache schließen wir vieles andere. Und zwar, diese Person, die an diesem Grab ist, von irgendeinem toten Menschen und dann Dua macht, nicht zu dem Toten Dua macht, das ist Schirk, das ist schon aus dem Islam raus, aber das meine ich nicht. Er macht Salah, oder liest Koran, oder was auch immer, an dem Grab des toten Menschen. Diese Person, die das macht, was hat für eine Niyya? Was für eine Niyya hat sie? Gute Niyya oder schlechte Niyya? Gute Niyya. Sehr wichtig. Ja? Und auch diese gute Niyya bringt ihnen nichts.
bringt ihnen nichts, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die eine gute Tat, Amal Salih, erst an unter zwei Voraussetzungen. Erstens, Niyyah für Allah subhanahu wa ta'ala, und zweitens, diese Ibadah, die du machst, muss so sein, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie gemacht hat. Ja? Das heißt, wenn eins davon fehlt, die Ibadah ist unbatil, ungültig. Ja? Also zweifellos, also das sind natürlich alle Muslime einig, Alhamdulillah, normalerweise. Außer die Ahlul Bid'ah, natürlich die Bid'ah-Leute, die machen natürlich nicht, sehr klar. So. So. Dann sagt er, diese, Alhamdulillah, also diese Beweise, die wir jetzt aufgeführt haben, ist ein Beweis gegen die schlimmsten Menschen von dieser Ummah. Gegen die zwei schlimmsten Gemeinschaften von dieser Ummah. Zwei schlimmsten. Und gemeint ist mit den zwei schlimmsten Sekten, Islam, zwei schlimmsten Firqa, sind Al-Rafida und Al-Jahmiya. Okay? Al-Rafida und Al-Jahmiya. Und weil der Autor das erwähnt hat, schadet es nicht, wenn wir kurz darüber sprechen und wir sagen, Al-Rafida sprachlich bedeutet, kommt von Rafada, ablehnen. Das heißt eigentlich nichts anderes als diejenigen, die ablehnen. Oder diejenigen, die abgelehnt haben. Was haben sie abgelehnt? Und zwar gab es einen Mann, der hieß Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Also, er ist praktisch Zayd, der Sohn von Ali, Sohn von al-Husayn. Ja? Das heißt, sein Großvater ist al-Husayn radiallahu anhu, Sahabi. Und sein Urgroßvater ist Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ja? Und dann sein Urgroßvater ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Weil Ali war im Fahrrad mit Fatima und das ist der Stammbaum. Ne? Ahlul Bayt geht über Fatima radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht über Ali, weil da oben ist uns nicht mehr interessant. Ja? Es geht über den Propheten, das ist was uns interessiert. Ja, und zwar, warum heißen sie Rafida? Weil als dieser Mann, dessen Großvater al-Husayn radiallahu anhu war, und der kommt praktisch von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja? Als er gefragt worden war, was hältst du von Abu Bakr und Umar, hat er sie gelobt. Hat er sie gelobt und hat gesagt, sie sind Wazira Jaddi. Also sie sind die beiden Minister meines Großvaters gewesen. Und mit Großvater meinte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die waren seine rechte und linke Hand. Abu Bakr und Umar. Ja. Ja, dann haben sie, wer ist das, ihn nicht immer gemocht. Weil er die beiden gelobt hat und sie haben ihn abgelehnt und weil sie ihn abgelehnt haben, wurden sie Ar-Rafida genannt. Ja. Praktisch, sie haben etwas getan, weil sie es hat ihrem eigenen Wunsch nicht entsprochen. Und deswegen haben sie einfach das abgelehnt. Ja. So, dann sagt der Gelehrte Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, er sagte, der Ursprung von Ar-Rafida ist zurückzuführen auf Abdullah ibn Saba, der ein Jude war, der in den Islam eingetreten ist und der so getan hat, als würde er Ahlul Bayt lieben, als würde er die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben und hat darin übertrieben in der Liebe, damit die Leute sich vom Islam abwenden. Und dadurch hat er natürlich viel Unheil gestiftet, genauso wie Paulus ins Christentum eingetreten ist als Jude und im Christentum Unheil gestiftet hat. Ja, das ist, wir haben dafür keinen hundertprozentigen Beweis, aber es weist darauf vieles hin, wenn wir kurz darüber reden. Wir wissen, dass Paulus, sie sagen, er hieß vorher Saulus und er war Jude und dann hat er angeblich Jesus getroffen auf seinem Weg nach Damaskus oder zurück, Allah alam. Auf jeden Fall hat er eine Vision gehabt und dann hat ihm angeblich Jesus eine Botschaft übermittelt. Und er ist derjenige, der verantwortlich ist für große Bid'ah in der Religion von Isa a.s. Und zwar hat er praktisch also die ganze Religion abgeschafft. Ja. Also abgeschafft in dem Sinne, hat die Gesetze abgeschafft. Ja. Er hat nach seiner Version des Christentums macht man nichts mehr machen. Man muss nur noch glauben an Jesus, dass er gekreuzigt worden ist, was auch eine Lüge ist. Und das war's dann. Ja. Also hat er die Dreifaltigkeit Allahu a'lam, das kann ich dir nicht sagen. Allahu a'lam. Aber die Dreifaltigkeit eingeführt, weiß ich nicht. Aber er hat die Beschneidung abgeschaffen, das ist sehr bekannt über ihn. Und
Er ist auch dafür verantwortlich, dass